Eine Ziegelbrennerei in Kambodscha bei Phnom Penh. Hier arbeiten die 31-jährige Dimfali und ihr Ehemann. Sie haben zwei Kinder. Sie sitzen in der Schuldenfalle, wie viele andere hier in Kambodscha. Um ihre Schulden wegen Ernteausfällen zu begleichen, hat sich die Familie Geld von einem Ziegelfabrikbesitzer geliehen und muss dieses nun mit schlecht bezahlter Schwerstarbeit bei ihm abstottern. Zuerst haben wir uns von dem Fabrikbesitzer $800 geliehen, aber als ich krank wurde, habe ich mir mehr Geld geliehen, $500, als ich operiert werden musste. Insgesamt musste ich mich dreimal operieren lassen, also sind unsere Schulden immer höher geworden. Es ist ein Teufelskreis. Die Schuldner müssen den Gläubigern auch die Kosten für Essen und Unterkunft erstatten. Schier unmöglich, den Schuldenberg abzutragen. Wenn wir mehr Geld verdienen könnten, würden wir unsere Schulden nach und nach abbezahlen. Aber in der Ziegelfabrik können wir unsere Schulden nicht schnell begleichen. Wir bleiben hier und arbeiten immer weiter. Jeden Monat zahlen wir ein kleines bisschen zurück, bis wir irgendwann unsere Schulden beglichen haben. Oder bis unsere Kinder alt genug sind, um uns zu helfen, fügt er noch hinzu. Viele Familien überlassen die Schulden ihren Kindern. Ganze Generationen leisten Zwangsarbeit. Dieses System erinnert an die afrikanische Sklaverei und andere Ereignisse in der Geschichte, als Menschen nur als Waren ohne jegliche Rechte betrachtet wurden. So die Menschenrechtsaktivistin Nelly Pilosh. Schuldknechte nennt man Menschen wie Dimfali oder auch schlicht moderne Sklaven. Ihr Schicksal ist leider kein vereinzeltes. In Kambodscha und auch vielen anderen armen Ländern ist die Schuldknechtschaft heute Normalität.